Hallo Videofreunde, heute versuche ich ein Projekt zu realisieren, wie im Bild zu sehen, und zwar von der Solarenergie über ein Ladegerät in ein Akku, und zwar 12 Volt und 200 Ampere. Zur Steuerung benutze ich ein Arduino Uno oder auch Nano, wie auf dem Bild zu sehen. Des Weiteren benötige ich dafür einen Lader, um den Akkumulator auf die entsprechende Spannung zu bringen. In meinem Falle ein MPPT-Lader von PowerQueen. Weiter ein Spannungswandler von 12 Volt auf 220 Volt, der mir direkt in das Netz einspeist. Um das Ladegerät und den Spannungswandler schalten zu können, benötige ich diese Relais. Um alles steuern zu können, benötigt man natürlich ein Programm, um wie in meinem Falle den Arduino Uno steuern zu können. Hier im Bild das fertig aufgebaute Modul. Mit dem Batterieeingang auf der linken Seite und die Ausgänge für die Relais und den Lichtsensor auf der rechten Seite. Die Erklärung, wie auf der linken Seite des Bildschirms beschrieben, ist, die Batteriespannung soll in dem Bereich 12 bis 14 Volt verbleiben. Der Arduino selbst wird an dem Akku angeschlossen und prüft die vorhandene Spannung. Ein Lichtsensor wiederum beeinflusst dabei die Funktion der Regelung. Wenn jetzt bei Tag genug Leistung von den Solarpanels zur Verfügung steht, wird das Ladegerät über das elektronische Relais von dem Arduino gesteuert. Bei Spannung kleiner gleich 12 Volt eingeschaltet und bei Spannung über 14 Volt wird das Ladegerät ausgeschaltet. Wenn jetzt der Arduino über seinen Sensor Dunkelheit registriert, dann soll der Wandler über das Relais gesteuert einschalten, um die Energie, die tagsüber in dem Akku gespeichert wurde, nachts dem Haus wieder zur Verfügung zu stellen. Natürlich nur bis zur unteren Spannungsgrenze des Akkus von 12 Volt. Auch eine Notstromfunktion kann man mit dem Arduino realisieren.